Roman, es wird ja immer diskutiert, auch, ob man die Spieler zu früh einsetzen kann in der Kampfmannschaft, in der Bundesliga auch, dass es mit 16, 17, 18 teilweise zu früh ist. Du hast auch sehr früh gespielt. Wenn man zurückerinnert, du warst, glaube ich, 17, 18 Jahre damals, als du in der Bundesliga auch Fuß gefasst hast. Didi Küper hat mit 16 schon gespielt, um von unserer Generation zu sprechen, auch jetzt. Yusuf Demir, Andi Ivancic, das waren lauter Spieler, die schon sehr früh gespielt haben und sich dann trotzdem durchgesetzt haben. Ist es wirklich, glaubst du, dass man die zu früh einsetzen kann? Zuerst möchte ich vorausschicken, der Martin ist da sicher die interessantere Ansprechperson, weil er da wirklich täglich involviert ist. Das ist ein Gebiet, wo ich nicht ganz so sicher bin, wie du anscheinend glaubst, dass ich bin. Ja, nein, aber du hast ja auch... Ich denke, dass das, was der Paul sagt, der hat auch seine Erfahrungen in dem Bereich, was der Martin sagt, das wird der Nagel auf den Kopf getroffen. Es wird, glaube ich, von Spieler zu Spieler verschieden sein, ob der Weg jetzt dann früh genug ist oder zu spät ist oder zu früh ist, wie auch immer. Insgesamt denke ich, dass in Österreich das ganz gut funktioniert, weil die Ergebnisse sind da. Wir stehen mit dem Clubfußball so gut da wie schon lange nicht mehr. Wir haben eine Nationalmannschaft, der wir alle zutrauen, richtig gut Fußball zu spielen. Wir haben die U19 dabei. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Salzburger Zengs vorspielen mit einer sehr jungen Truppe, sind in der Youth League, bis ins Finale vorgedrungen. Also ich denke, dass das gut funktioniert in den letzten Jahren in Österreich. Individuell vielleicht gesehen, mag schon sein, dass der eine oder andere zu früh vielleicht ins Ausland sich zu gehen entschieden hat oder nicht. Aber aus meiner Sicht betrachtet funktioniert das gut. Ich glaube, es ist generell nur wichtig, dass man immer wieder evaluiert und sagt, das funktioniert gut. Was können wir vielleicht noch besser machen, dass wir noch besser werden und dass man nicht im Erfolg den Fehler macht, dass man dann vielleicht sagt, naja, es rennt eh ganz gut, wir müssen eigentlich nichts mehr machen, macht man immer so weiter. Weil ich denke, dass gerade der Fußball so dynamisch ist, dass er sich immer weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Und auf deine Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, wie gesagt, es wird so sein, dass es von Spieler zu Spieler verschieden ist, in welchem Alter er dann welchen Schritt macht. Das glaube ich. Ich glaube, man kann keine Regel setzen. Aber wenn ein Spieler jetzt schon mal im Kader ist mit 16, 17 oder 18, ja, dass man den verheizt, dass man den so früh einsetzt, gibt es im Grunde genommen die Unbekümmertheit von gerade mit 18, 17, 18, 19 Jahren kann extrem helfen, weil man nicht so viel nachdenkt, weil man nicht so viel sich Gedanken macht und all diese Dinge. Ja? Wenn du mich fragst, ich glaube das nicht. Wenn er körperlich bereit ist, dann glaube ich, dass das ein guter Weg ist. Ich denke, für einen jungen Spieler ist es extrem wichtig, das Vertrauen zu bekommen. Das heißt, gerade ein junger Spieler, dessen Festplatte noch nicht voll bespielt ist, der wird eher einen Fehler machen als vielleicht einer, der schon 40, 50 Spiele in der höchsten Spielklasse in den Beinen hat. Daher denke ich, dass es Aufgabe der Trainer ist, den jungen Spieler auch das Vertrauen zu schenken, auch wenn Fehler passieren, auch wenn schwächere Partien dabei sind, die immer wieder dann zu bringen, wenn er vom Talent und von der Qualität des jungen Spielers dann schlussendlich überzeugt ist. Ich glaube, dass das mitentscheidend ist. Genau, das ist der eine Punkt. Und der zweite ist natürlich auch, dass die Trainerteams jetzt in der Bundesliga oder in den Nachwuchs- oder im Nationalteam und Nachwuchsnationalteams entsprechend groß sind, wenn man mehr Spezialisten benötigt. Und da geht es einfach darum, auch zu sehen, wie weit die Spieler körperlich sind. Denn ein Spieler mit 17, 18 braucht ein anderes Training als ein 30-Jähriger, der seinen Körper besser kennt, der vielleicht längere Regenerationsphasen braucht und der Junge hat noch ein Entwicklungstraining. Und da ist es wichtig, auch dann zu unterscheiden, dass die nicht das gleiche Pensum haben, den gleichen Wochenablauf haben, sondern der jüngere Spieler entsprechend seiner individuellen Bedürfnisse anders trainiert wird als der ältere Spieler. Und im ÖFB sind wir auch auf das draufgekommen, haben das Projekt 12 evaluiert, das jetzt der Günter Geißl von mir übernommen hat. Und da geht es wirklich in Richtung Individualisierung. Auch das, was der Paul immer wieder anspricht und fordert, da wird wirklich versucht, auf den einzelnen Spieler einzugehen mit individueller Videoanalyse, mit individuellem Krafttraining, seinen Bedürfnissen angepasst, mit Coaching im Bereich Ernährung und so weiter. Also lauter die Dinge, wo man jetzt merkt, die sind extrem wichtig, weil jeder Spieler sehr individuell zu behandeln ist und nicht über eine Mannschaft das gleiche Training, das gleiche Essen, der gleiche Schlaf, die gleiche Regeneration gestülpt werden kann. Und da hat der Fußball enorme Fortschritte gemacht in den letzten Jahren.